Spannung pur bis zum Schluss in Liga 2. Der 33. Spieltag steht an. Wer steigt auf, wer steigt ab und wer bleibt drin, auch nächstes Jahr in der noch besseren Spannung. Viel Spaß dabei jetzt. Dreiundreißter Spieltag auch in Liga 2. Hier sind die Wettfreunde fröhlich dabei, die Saison ja ein weiteres Stück Richtung Finale zu tragen. Und ganz besonders tut sich damit natürlich hervor der Ian. Als Totenkleber, ja, hallo. Ja, das Glöckchen klingelt. Mal schauen, für welche Mannschaften. Ja, haben einige dabei, die dann noch in ernsthafter Gefahr sind. Ja, spannend natürlich auch, wie es dann oben ausgeht. Der ultimative Kracher 1-3 am Samstagabend. Ja, da könnte ganz nebenbei dann auch gleich St. Pauli noch mit nach oben rutschen, kampflos. Ja, mal gucken, ob sie dann Sonntag sich trotzdem pünktlich einfinden. Ja, aber alles zu seiner Zeit. Wir fangen erstmal an am Samstagnachmittag. Ja, mit einem Duell, wo Lautern schon mal antestet, wie es im Olympiastadion so ist. Ja, im Idealfall sichern sie damit auch den Klassenerhalt. Und dann kommen sie ja kurz darauf dann wieder dorthin, um sich den DFB-Pokal zu schnappen. Ja, klar. Haben ja wenig Mannschaften da etwas dagegen. Ja, außer wer sollte was dagegen haben? Ja, vielleicht eine Mannschaft, die dieses Jahr noch nicht verloren hat. Aber gut, gucken wir mal, was da passieren wird. Ja, öfter verloren in diesem Jahr hat Hertha BSC. Zuletzt am letzten Wochenende 2-4 in Elversberg. Ich sag doch, auswärts kann die Hertha das einfach nicht. Auf Platz 9 im, naja, immerhin gesicherten Mittelfeld in Liga 2 die Aufstiegsambitionen begraben, sagen wir es mal so. Und Kaiserslautern, ja, fröhlich am Zittern weiterhin. Mit dem 4-1-Erfolg gegen Magdeburg, aber schon mal einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan, auf Platz 14 aktuell. Und ja, das Olympiastadion antesten ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil wenn was geht für die Hertha, dann eigentlich auch in diesem Olympiastadion. Aber ich glaube, Kaiserslautern ist jetzt echt unangenehm. Ja, hast du mit allem recht. Ja, ja, obwohl Kaiserslautern muss natürlich erstmal beweisen, unangenehm zu sein. Aber das, wenn was für Hertha geht, dann daheim. Haben ja nur einen Punkt aus den letzten 3 Spielen geholt. Zu Hause aber immerhin seit 6 Partien ungeschlagen. 3 Siege, 3 Unentschieden. Sind jetzt nicht die krasse Übermacht zu Hause, die jetzt alles weghaut. Ja, ja, davor hatten sie ja zum Beispiel gegen den HSV verloren und damit ja, ja, ihre letzten realistischen Aufstiegsambitionen damals ad acta legen müssen. Auch danach eben gern mal bereit dazu, Punkte zu teilen, ja, auch nach deutlichen Führungen oder nach deutlichen Rückständen, wie auch immer. Ja, also das ist das Schöne an der Hertha, ja, und auch das Schöne am 1. FC Kaiserslautern, kommen wir gleich dazu, ja, dass es da eben mächtig zur Sache geht. Ja, wenn man da etwas ins Detail geht, Hertha ein Torverhältnis von 65-56, ja, nur Düsseldorf traf öfter mit 68 Toren, da ist Hertha Bundesliga tauglich. Dafür haben sie eben die schlechteste Abwehr der Rückrunde. Torschnitt von fast 4. Ja, und Lautern knapp dahinter mit 53-61 Treffern. Zweitschlechteste Abwehr insgesamt. Ja, das heißt, da muss doch eigentlich was gehen. Gerade wenn man sich eben nochmal die letzten Heimspiele von der Hertha ins Gedächtnis ruft. Okay, das 1-1 gegen Hannover war jetzt so ein bisschen langweiler. Ja, wenn man die Roten einlädt, da passiert halt nicht viel. Aber davor 4-0 gegen Hansa, 3-3 Nürnberg, 5-2 Schalke, 2-2 Kiel, 3-2 Magdeburg. Da kann es doch ein bisschen mehr sein jetzt. Ach ja, du versprichst dir davon also viele Tore. Ich hätte ja mal einen Tipp an beide Mannschaften, was man vielleicht mal trainieren könnte oder wo man vielleicht den Fokus drauf legen sollte, wenn man denn vorne eh immer mal trifft. Ja, ein solides Abwehrverhalten vielleicht. Also ich, ja, viele Tore können da durchaus passieren, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es werden gar nicht so viele Tore fallen. Beide Mannschaften dann auch vielleicht zum Saisonende ein bisschen platt. Und daher rechne ich hier mit einer Punkteteilung schiedlich friedlich 1-1. Eine 7,5 gibt es dafür. Ja, und das ist ja wenigstens mal eine klare Ansage der Wettanbieter. Bei den 3-Wege-Quoten sind sie sich gar nicht so sicher. Ja, eine 2,4 für die Hertha, aber eine 2,65 für Lautern. Also ganz dicht hinten dran. Unentschieden 3,9. Ja, riecht am Unentschieden. Ja, ein bisschen schon. Ja, und für dich ist natürlich auch, wenn du nur auf dem 1-1 tippst, die Über-Unterquoten sehr interessant. Ja, über 2,5 bringt gerade mal eine 1,4. Das heißt, über 3,5 auch nur eine Verdopplung des Wetteinsatzes mit maximal 2 Treffern. Ja, da bist du schon, näherst du dich schon fast einer 3 an. Aber ja, du hast schon recht, da könnten schon ein paar Tore fallen. Ja, gerade weil Lautern ja jetzt auch zunehmend schon ein bisschen befreiter aufspielen kann. Mhm. Ja, muss ich auch etwas Asche auf meinem Haupt verteilen, hatte ja schon Friedhelm Funkel da vorgeworfen, dann doch zu tranig zu sein, ja, Vorsprünge, das ist ja überhaupt das große Thema des 1. FC Kaiserslautern, dass sie Vorsprünge eigentlich nicht über die Zeit bringen.
hatten sie im Hinspiel gegen die Hertha auch schon auf dem Betzenberg 2-1 verloren nach 1-0 Führung. Mhm. Ja, und das war dann auch ja erstmal das Thema von Funke. Ja, aber diese Ruhe, die er da ausgestrahlt hat, ja, und ja, diese ja, Routine, die hat sich dann eben wirklich positiv bemerkbar gemacht. 2 Siege zuletzt am Stück reichten, um dann wirklich schon fast für geklärte Fronten zu sorgen. Ja, gerade der Sieg in Kiel, natürlich ein ganz großer Big Point. Da haben sie die Gunst der Stunde genutzt, dass da bei Holstein personell nicht so viel ging. Hm. Jetzt nachgelegt ja, gegen Magdeburg, überzeugender Auftritt. Und wenn sie so bei der Hertha spielen, traue ich ihnen auch ein Unentschieden zu, aber eben ein amüsanteres als der Jan. Ein 3:3 zur Quote von 26, ja, das sollte doch möglich sein. Ja, also du bist durchaus im Rahmen des Möglichen, aber wäre ja eine unterhaltsame Partie. Aber ach ja, vielleicht wollen ja die Mannschaften auch schon mal ein bisschen Körner sparen und so. Ganz ja, gemütlich. Die Abwehrspieler verhalten. Ja. Ja, ist eine Arbeitsverweigerung da. Ja, kann man Kiel und Düsseldorf nicht vorwerfen. Beide stehen ziemlich gut da in dieser Saison. Kiel auf Platz 1, Düsseldorf auf Platz 3. Das ist doch eigentlich auch schon mal besser, als man vor der Saison gedacht hat. Kiel mit dem 1-0 in Wiesbaden wieder die Tabellenführung übernommen, kurz vor Schluss. Und Düsseldorf 3:1 gegen Nürnberg gewonnen. Da haben wir um das Gegentor noch geärgert. Ansonsten wäre mein Tipp auch exakt durchgegangen. Ja, Kiel jetzt schon aufgestiegen mit dieser Partie. Na, wenn sie nicht verlieren, sind sie aufgestiegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und können sie gleich noch St. Pauli auch mit hochhelfen. Müssten sie aber schon gewinnen, damit der 4 Punkte Sicherheitsabstand zwischen St. Pauli und Düsseldorf eben dann auch bis zum Sonntag eben noch Bestand hat. Wenn man sich die aktuellen Statistiken anguckt, dann spricht ja eigentlich ein bisschen mehr für ein Unentschieden, ja, mhm, weil beide Mannschaften ja gerade in der zweiten Saisonhälfte im absoluten Gleichschritt marschieren, in der Rückrunde jeweils 29 Punkte geholt, ja, ein kleiner Unterschied, Fortuna seltener verloren, 2-mal als Kiel, ja, mit 4 Niederlagen, aber dafür eben Kiel einen Sieg mehr und etwas seltener Unentschieden gespielt und auch aktuell die Trends ja fast identisch, 7 der letzten 8 Partien haben beide Mannschaften gewonnen, ja. Kleiner Unterschied, Kiel hat eben zu Hause, wie erwähnt, gegen den ersten FC Kaiserslautern verloren. Düsseldorf hatte sich dagegen nur die Punkteteilung gegen Schalke gegönnt, ja, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schmeichelhaft war, aber wer wollte da urteilen? Insofern ja, fällt es da wirklich eigentlich schwer, jetzt nach aktuellen Formkurven einen klaren Favoriten auszumachen. Was vielleicht ein bisschen sogar eher für die Gäste spricht, ist die leichte Heimschwäche der Kieler. Ja, die sind ja die stärkste Auswärtsmannschaft. Düsseldorf folgt auf Rang 2 im Auswärtsranking, aber in der Heimtabelle eben nur Platz 8. Ja, das ist auch nicht die Domäne der Düsseldorfer, da sind sie auf Rang 6 und haben tatsächlich schon 6 Heimniederlagen sich eingefangen. Ja, eben lauter noch ganz ruhig Pauli, Braunschweig, Hertha, Nürnberg, Magdeburg. Das heißt, da mussten nicht mal die Spitzenmannschaften kommen. Das ist so etwas ihre, ja, ihre Achillesferse, wenn man so will. Aber in letzter Zeit hatte das sich das ja eigentlich auch relativ geklettet. Ja, da war ihnen ja kaum beizukommen, zumindest wenn es personell so halbwegs lief. Ja, ich denke auch, das ist eine Statistik, die muss ich da auch mal glätten. Das heißt, ich denke, der Heimvorteil ist hier schon entscheidend in dieser Partie. Und allein, dass St. Pauli ohne Arbeit und eigenes Zutun aufsteigen kann, das passt doch irgendwie auch schön zu den Kiezkickern. Da hier 2:1 Erfolg für die Störche aus Kiel. Ja, das Recht auf Faulheit für den FC St. Pauli bringt eine Quote von 10, wenn es denn tatsächlich mit 2:1 durchgeht. Ja, und so ein bisschen so in meinem inneren Spielfilm kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ja, ich denke schon, dass das so ein eigentlich so ein Unentschieden-Match ist. Ja, aber Düsseldorf muss ja eigentlich gewinnen, wenn sie noch direkt aufsteigen wollen. Klar, so ein bisschen werden sie auch in den Rückspiegel gucken, gegen HSV, ja, dass sie jetzt da nicht allzu viel Quoten gut machen. Aber ich glaube, so diese, ja, dieses zwischen Baum und Borke befindliche, dass sie dann vielleicht doch ein bisschen mehr in die Offensive ins Risiko gehen, das wird Holstein eiskalt ausnutzen. Ja. Zudem der große Pluspunkt, gegen wen Wiesbaden war es ja offensiv nicht so doll. Jetzt kehrt Steven Skripski, Fußballgott, zurück. Ja. Im entscheidenden Moment vielleicht den entscheidenden Treffer machend. Und ich gehe auch auf ein 2:1 für die Gastgeber. Ja, dann haben wir oben schon mal für eine klare Kante gesorgt und dem HSV sogar noch mal so eine kleine Chance eingeräumt. Ja, aber die Nordclubs können sich doch da auch mal solidarisch zeigen. Aber beim HSV sind wir noch gar nicht. Jetzt kommt ein anderer Nordclub mit Eintracht Braunschweig gegen Wien Wiesbaden. Ja, Braunschweig 3:3 in Fürth gespielt. Wiesbaden 0:1 zu Hause gegen besagte Störche verloren. Der 15. gegen den 16. Da ist er wirklich mit einem Hauen und Stechen zu rechnen unten im Tabellenkeller, aber Braunschweig nach wie vor noch mit ein bisschen mehr Schwung als die Wiesbadener, die jetzt doch unten reingeraten sind und jetzt wahrscheinlich in Braunschweig Schwierigkeiten haben werden, da nochmal rauszukommen.
Ja, aber auf jeden Fall eine Big-Point-Chance für Wien Wiesbaden. Ja, 3 Punkte sind es hinter Braunschweig. Eine identische Tordifferenz von -12. Das heißt, ja, ein schnöder Auswärtssieg. Ja, und sie verlassen tatsächlich Rang 16. Das ist natürlich wie gemalt, diese Konstellation überhaupt diese Chance zu haben. Ja, und ausgeschlossen ist es nicht, auch wenn sie als Außenseiter anreisen mit einer 3,65, unentschieden 3,7. Und Braunschweiger Heimdreier verdoppelt immerhin den Wetteinsatz. Ja, und das ist durchaus beachtlich, weil ja, Wien versucht zwar eine ganze Menge, um irgendwie noch ans rettende Ufer zu strampeln, aber ja, völlig erfolglos. Inzwischen seit 8 Partien sieglos, da gerade mal 2 Unentschieden geholt. Ja, sie machen es ja nicht mehr schlecht, wie zuletzt gegen Kiel. Lange Zeit ja, das 0-0 gehalten, dann aber eben 0-1 verloren oder davor das 3-5 gegen Fürth. Wirklich gut angefangen, 2-0 schnell geführt. Ja, und dann am Ende ist es ihnen dann komplett entglitten. Lautern 1-1 auf dem Betze. Eigentlich jetzt auch nicht so schlecht, ja, aber in der aktuellen Situation eben zu wenig. Da zeigt sich eben, warum sie auf Rang 18 im Rückrunden-Ranking sind. Und Braunschweig steht ja eben auf Rang 7. Ja, das ist der Grund, warum sich das alles so gedreht hat. Zur Winterpause sah es ja noch ganz anders aus. Ja, da waren ja die Löwen in wirklich einem bedauernswerten tabellarischen Zustand. Wen eigentlich ganz gesichert, aber ja, jetzt geht ihnen die Puste aus. So kann es gehen, ja. Ich rechne auch mit einem 2-0-Erfolg für die Löwen hier. Ja, vielleicht Braunschweig schießt das 1-0, Wiesbaden muss dann ein bisschen aufmachen, fängt sich dann das zweite Tor, so im Spielverlauf kann ich mir gut vorstellen. Ja, Braunschweig favorisiert und meiner Meinung nach zu Recht 2-0. So eine Quote von 10 und auch ich sehe die Braunschweiger hier in der klaren Favoritenstellung, einfach weil sie es zu Hause ja eigentlich auch ganz gut machen. Bloß mit dem Ergebnis bin ich nicht ganz einverstanden, weil ja, in den letzten Wochen hat sich so rauskristallisiert, ja, entweder passiert so gar nichts auf Seiten der Löwen oder es kracht eben so richtig. Die letzten 6 Spiele fielen eben 3-mal gar kein Treffer der Niedersachsen, 3-mal aber mindestens 3. Wenn man es konkret machen will, 3-3 gegen Fürth, 0-4 gegen HSV, 3-0 Osnabrück, 0-0 Hannover, 0-2 Düsseldorf und davor das wunderbare 5-0 gegen Elversberg, ja, das Festival der Eckballtore. Ja, bevor sie zum Abschluss auf dem Betzenberg dann es auch nochmal krachen lassen können, gegen die erwähntermaßen sehr schlechte Abwehr der Pfälzer, tippe ich jetzt auf einen 3-1-Erfolg zur Quote von 15. Ja, damit wären die Braunschweiger doch dann auch fast schon am rettenden Ufer und wir werfen weitere Rettungsringe aus jetzt in der Schnellradrunde. Die Schnellradrunde zum 33. Zweitligaspieltag. Paderborn gegen den HSV. Ja, auch spannende Sache natürlich für die Hamburger. Sie wollten es etwas mehr gegen St. Pauli, wie ich richtig prognostiziert habe. 1-0-Erfolg für die Rothosen im Hamburger Duell und Paderborn 2-3 in Hannover verloren. Da hatte ich immer im Unentschieden gerechnet. Allerdings, ja, schwierige Angelegenheit. Der HSV zum Siegen, verdammt. Und ich denke, sie werden es auch ganz knapp tun. 2-1-Erfolg hier für den HSV. Ja, der einfache Auswärtsdreier auf jeden Fall mit einer 1,95 attraktiv quotiert und trotzdem mit der Favoritenstellung die Rothosen ausstattend. Unentschieden 4,1 Heimquote für die Ostwestfalen, eine 3,4, die das Hinspiel im Volkspark ja 2-1 gewonnen hatten. Damals begann das Elend des ja, Dinos der zweiten Liga. Ja, wenn sie jetzt drin bleiben, sind sie der dienstälteste Zweitligist. Aber ja, dein Tipp in Verbindung mit dem Kieler Heimsieg, auf den wir uns schon geeinigt haben, würde ja dafür sorgen, dass da wenigstens noch Spannung herrscht bis zum 34. Spieltag. Und wer wollte das ausschließen? Ja, Paderborn jetzt nicht die Heimmacht. 1 der letzten 6 Heimspiele nur gewonnen. Und ja, HSV berappelt sich ja nochmal. Ja, gerade der Derby-Sieg gibt ihm bestimmt nochmal Schwung. Ich gehe auch auf den Auswärtssieg. Oh. Magdeburg gegen Fürth. Ja, Fürth war eigentlich immer ein Kandidat für so ein 2-1. Warum sollen sie nicht in Magdeburg verlieren? Heimsieg für die Elbstädter gegen Fürth dann auch nochmal. 2,05 gibt es dafür, ja, also in ähnlichen Regionen angesiedelt wie der HSV-Auswärtssieg. Unentschieden 3,8. Auswärtsquote Fürth eine 3,35. Hinspiel ging 1-1 aus. Ja, und beide bisherigen Heimspiele gegen Fürth, es gab erst 5 Duelle tatsächlich. Beide bisherigen Heimspiele endeten 2-1 für die Börlestädter. Das heißt, ja, Favoritenstellung ist da statistisch auf jeden Fall gerechtfertigt. Auch wenn sie im Moment nicht so gut drauf sind. Nur 1 der letzten 9 Spiele haben sie gewonnen auf dem Betzenberg. Es verpasst sich ja, bei Zeiten in Sicherheit zu bringen. Trotzdem wird da nicht mehr viel anbrennen. Und ja, mit dem Unentschieden fahren sie ja auch ganz gut. Fürth hat sich ja nochmal berappelt. Ja, die Meister der Aufholjagd sind sie im Moment. 5-3 in Wien nach 0-2. Gegen Braunschweig hätten sie nach 0-2 auch noch fast gewonnen, wenn sie den Elfmeter reingeschossen hätten. Ja, Unentschieden ist hier für Magdeburg gar nicht so schlecht, glaube ich. Okay. Ja, ich dachte, so ein letzter Heimspiel will man dann vielleicht nochmal, naja gut, mal gucken. Schalke gegen Rostock, die wollen eigentlich auch nochmal knapper 1-0-Erfolg für die Königsblauen gegen Rostocker, denen ja eigentlich die Kaffee gelingen wird.
Ja, das wird sich zeigen. Zuletzt ist ihnen auf jeden Fall nicht viel gelungen, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Ja. 5 der letzten 6 Spiele verloren, jetzt 4 in Serie, vor allen Dingen zuletzt. Ja, das riecht so gar nicht nach einem erfolgreichen Abstiegskampf. Ja, ja, auch bittere Resultate, eben das 0-4 bei der Hertha oder zu Hause das 0-2 gegen Magdeburg. Ja, da fallen dann eben auch so knappere, achtbare, gute Leistungen mit 0 Ertrag eben nicht mehr ins Gewicht wie die knappen Niederlagen gegen Pauli oder den KSC. Für Rostock spricht gleich die Tatsache, dass alle 3 bisherigen Zweitliga-Duelle mit Auswärtssiegen zu Ende gingen. Ja, auch Rostock hatte demnach 2022 mit 4-3 in der Veltins-Arena gewonnen. Viermal in Führung gegangen. Ja. Die vierte Führung kam dann so spät, dass sie auch nicht mehr abgenommen werden konnte. 3 Treffer damals von Terodde, ja, das waren Aufstiegszeiten aus Sicht des FC Schalke. Ja, aber jetzt können sie damit zufrieden sein, dass sie einen erfolgreichen Jahresabschluss zu Hause feiern. Auch ich gehe auf den Heimsieg. So. Nürnberg gegen Elversberg, ach je, das muss ja auch noch gespielt werden. Ich kann mir da einen Unentschieden gut vorstellen. Zu einer Quote von 3,7, Heimquote Nürnberg eine 2,65, Auswärtsquote 2,5 für die Elversberger. Ja, und die haben eben noch immer richtig Bock. Ja, da hatten sie ja doch eine längere Durststrecke in der Rückrunde. Jetzt ja, das 4-2 gegen Hertha knüpfte so ein bisschen an das 4-3 am Millerntor, was sie vor ein paar Wochen hatten. Ja, zwischendurch natürlich auch mal etwas fahrigere Auftritte, aber wenn so alles gut zusammenpasst, dann zeigen sie eben wieder ihr Durchmarschgesicht der letzten Jahre. Ja, und Nürnberg, da geht ja nun wirklich überhaupt nichts. 5 Pleiten in Folge. Dieter Hecking musste jetzt als erster ja, diesem Elend Tribut zollen. Immerhin beim jüngsten 1-3 in Düsseldorf wieder mal ein Tor geschossen. Ja, davor war die längste Durststrecke der Nürnberger Zweitliga-Geschichte. Das will schon was heißen. Fällt es mir schwer, auf Nürnberg zu tippen. Ja, ich denke, Elversberg wird hier nochmal einen raushauen aus der Sieg. Na gut, Elversberg in Liga 2 offenbar zementiert. Ja, kann man für Osnabrück nicht mehr sagen. Die werden direkt wieder runtergehen. Und ja, dem ersten FC St. Pauli auch die Aufstiegsfeierlichkeiten nicht mehr vermiesen. Ja, die sind wahrscheinlich schon im vollen Gange. Zumindest wenn unsere Tipps ins Schwarze treffen. Kann durchaus sein, dass vielleicht etwas später angepfiffen wird, weil die Mannschaft noch unpässlich ist. Hinspiel ging 1-1 aus. Ja, das heißt, damals hat der VfL durchaus Zähne gezeigt, hätte St. Pauli sogar verlieren können. Ja, ach, ich denke, ein Unentschieden wäre hier durchaus auch nochmal im Bereich des Möglichen. St. Pauli wird nicht mehr unbedingt müssen. Wahrscheinlich, ja, und dann eiert es irgendwie so aus. Solange es nur auseiert und nichts anderes da passiert, sind wir doch alle glücklich und gucken uns an, was der Karlsruher Sportclub gegen Hannover 96 noch veranstalten wird. Der 5. gegen den 6. Ja, vielleicht wollen ja aber eine von beiden Mannschaften nächstes Jahr mal oben anklopfen. Ja, in dem Fall kann ich mir aber einen Karlsruher Heimsieg hier sehr gut vorstellen. Ja, zu einer Quote von 2,2, Unentschieden 3,7, Auswärtsquote 3,1. Ja, Hannover nur 1 der letzten 9 verloren, aber 6 davon unentschieden. Das war natürlich nicht so gut. Ja, und KSC richtig starke Rückrunde gespielt. Ich glaube, auf Rang 2 im Rückrunden-Ranking. Ja, zuletzt 3 Siege am Stück, seit 7 Partien ungeschlagen, nur 1 der letzten 11 verloren. Ja, und damit sind sie für mich der erste Aufstiegsanwärter in der nächsten Saison. Ja, wenn man das zurückverfolgt und das anguckt, immer die Mannschaft, die in den letzten Jahren direkt hinter dem HSV ins Ziel kommt, kam dann im nächsten Jahr vor dem HSV ins Ziel und ist direkt aufgestiegen. Ja, dafür bewerben sich die Jungs aus dem Wildpark jetzt. Und ja, ich gehe hier auch auf den Heimsieg. Ja, schön. Ja, können wir doch nächste Woche ganz entspannt diese fantastische Zweitligasaison vielleicht schon mal Revue passieren lassen, weil eigentlich sind ja dann alle die meisten Entscheidungen schon gefallen. Und guck mal, wer noch Relegation spielen darf. Ja, genau. Wenn ich das jetzt nicht völlig falsch aburteile, geht es eben dann nur noch um Rang 16 und um Rang 3. Ja, aber ja, das sorgt ja dann auch für Unterhaltung im besten Falle. Wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns natürlich auf eure Einschätzung der aktuellen Lage. Ja, wie geht es aus zwischen Kiel und Düsseldorf? Das ist ja die große Gretchenfrage an diesem Wochenende. Ja, ja, falls eben doch das Schicksal anderer Mannschaften besiegelt. Ansonsten, wie immer, unsere flehentliche Bitte an euch. Folgt uns, liked uns und schickt uns Blumen, ja, und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es dann heißt, ja, wir machen einen Deckel auf die Bundesliga-Saison, 34. Spieltag, ja, aber ihr wisst natürlich, dann ist ja noch lange nicht Schluss, dann geht es ja in den EM-Wahnsinn, ja, und dann drehen wir erst richtig auf. Ich dachte mir, die Gretchenfrage der zweiten Liga ist, wie aber hältst du es mit dem HSV?